Neuergabe von EU-Agenturen Frankfurt und Bonn kämpfen um Brexit-Beutestand, 20.11.2017, 4.52 Uhr Seitenanfang. Bonn und Frankfurt am Main erfahren heute, ob sie Sitz einer der aus London abziehenden EU-Behörden werden. In einem Verfahren, das an den Eurovision Song Contest erinnert, stimmen die EU-Staaten darüber ab, wohin die Bankenaufsichtsbehörde EBA und der Arzneimittelagentur EMA verlegt werden. Von Ralf Sina, ARD Studio Brüssel. Deutschland ist der wichtigste Nettozahler der EU. Und wenn der zweitwichtigste Nettozahler Großbritannien die EU endgültig verlässt, dann wird die Bundesrepublik unter Umständen mit zusätzlichen Milliardenzahlungen an Brüssel zur Steuerkasse gebeten. Noch befindet sich die EBA in London. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht nur aus Sicht der hessischen Landesregierung und ihres Lobbyisten Theo Weigel ein Affront, wenn die Bundesrepublik beim heutigen Feilschen um die Brexit-Beute in Brüssel leer ausginge und das kontinentaleuropäische Bankenzentrum Frankfurt nicht die neue Adresse der bisher in London ansässigen Bankenaufsicht würde. Doch der Brexit-Poker in Brüssel kann sehr schnell zum Favoritenkiller werden. Zum Beispiel, weil das irische Dublin als Brexit-Leidtragender Sympathiepunkte bei einer Abstimmung erntet, die viele Betrachter an den Eurovision Song Contest erinnert. Oder weil Warschau und Prag das Argument geltend machen, es gebe keine bessere Ostintegration in die EU als die Ansiedlung der Bankenaufsicht. Griechenland als Joker-Kanzlerin Merkel versteht sich gut mit dem griechischen Premier Tsipras. Zwar sehen Londons Buchmacher Frankfurt als haushohen Bankenaufsichtsfavoriten. Aber die britischen Wettbüros lagen schon beim Brexit sensationell falsch. Die Bundeskanzlerin verlässt stallt sich deshalb nicht auf Buchmacherprognosen, sondern lieber auf ihre guten Drähte, die sie in langen Brüsseler Nächten aufgebaut hat. Zum Beispiel mit dem griechischen Premier Alexis Tsipras. Der hat erklärtermaßen ein großes Interesse daran, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nach Athen kommt. Denn die Arzneimittelagentur gilt als Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor erster Klasse. 890 Mitarbeiter, zehntausende Besucher durch internationale Konferenzen jedes Jahr, das bedeutet einen Buchstalt für die Hotels und Gastronomie, kein Zufall, dass sich um die EU-Arzneimittelbehörde EMA gleich 19 europäische Städte bewerben. Frankfurt für Athen als Deal. Athen mit seiner hohen Arbeitslosigkeit und der EU-Hilfspaketempfänger Griechenland brauchen den Wirtschaftsmotor EMA dringender als zum Beispiel Amsterdam und die wohlhabende Niederlande. Griechenland gehe durch keine einfache Phase und deshalb wolle Berlin gegenüber Athen so hilfreich wie möglich sein, betonte Angela Merkel beim letzten Besuch von Griechenlands Premier Alexis Tsipras in Berlin. Der Brexit und die damit verbundene Verlagerung der beiden Londoner EU-Agenturen bieten dazu die Chance. Athen unterstütze den dringenden deutschen Wunsch, die europäische Bankenaufsicht nach Frankfurt zu holen, glaubt der Spiegel zu wissen, wenn Michael Roth, Deutschlands Staatsminister für Europa, heute Abend im Gegenzug nicht nur für Bonn, sondern auch für Athen stimme, wenn es um die Arzneimittelbehörde geht. Mehr zum Thema Umzug zweier EU-Agenturen, Balgen um die Brexit-Beute, 31.07.2017 Brexit, wer bekommt die EU-Agenturen? 20.06.2017 Grizzly, Earpoints schließlich darf beim ersten Wahlgang jedes Land 6 Punkte auf 3 Städte verteilen.